So, wir sind zurück. Ich muss jetzt noch ein Stück trinken. Die letzten beiden Folgen hattet ihr bei mir Musik und dafür keinen LKW-Sound. Gott weiß warum. Auf jeden Fall habt ihr. Echt? Warum denn jetzt? Genau, auf jeden Fall habt ihr jetzt auch LKW-Sound endlich und Spielsound und bla und ja. So, ich hoffe, die Performance ist bei mir jetzt etwas besser. Der einzige Nachteil ist, wir haben jetzt hier keine so toll aussehenden Trucks mehr, weil ich hatte schon mal das Gefühl, dass es die Painted Truck BDF bla Mod bei mir verursacht. Ich habe die jetzt mal rausgenommen, jetzt mal gucken, ob es geht. Die habe ich bei mir tatsächlich nicht aktiviert. Ja, und ich muss sagen, ich nähere mich ja langsam Griechenland. Wir haben 2 Stunden gebraucht, damit Mayo ETS ans Laufen kriegt. Jetzt haben wir noch mal knapp eine Viertelstunde gebraucht, damit Mayo sein OBS ans Laufen gekriegt hat. Poseidon hat so viel Mitleid, er ist so am Weinen bei mir in der Aufnahme. Ich verstehe das nicht, ohne Scheiß. Ich habe hier Regen. Ohne Scheiß, die Testaufnahme, ne? Da war Motorsound und ich habe bei den Einstellungen in OBS ja nichts verändert. Ja, das war ja auch nur die Testaufnahme. Ja. Eben. Ich muss hier abfahren. Das passiert, ja. Ja, nur diesmal habe ich es gesehen. Ja, also ich hoffe einfach, dass jetzt alles ordentlich aufgezeichnet wird. Wenn nicht, dann so, werdet ihr das merken. Ich bin schon wieder ständig am Bilder machen. Wenn die Videos nur bei Nick und Gerd kommen oder bei mir, nur mit Musik. Weil ich habe jetzt auch nicht den Nerv, immer nachzugucken. Ja, ich habe vorhin dann noch Verbesserungsvorschläge gemacht. Nimmst du Hammer? Machst du Case-Modding? Ja. Nimmst du neues Gehäuse? Zorn des Tor. Alte geschlagen mit Hammer. So krank, Alter. Krank ich nicht bin, ne? Ich immer habe Apotheke mit 2 Flaschen Wodka. Eine ich dachte, für du innen, bist in... eine für außen. Ich dachte, du bist in Griechenland unterwegs. Ich bin russischer Grieche. Ach so. Mein... griechischer Name ist Vitali. Weil ist typisch griechisch. Ah ja, okay. Stimmt, ja. War mir jetzt neu, aber... Nee, ist schon richtig. Oh, Nick, musst du nochmal neu starten? Hier kommt eine Raststätte. Ja, halt mal an. Mach ein großes Büffelrennen. Ah, mein Gott. Ey. Also heute ist wirklich Tag der Pannen. Aber dafür, in den ersten 2 Folgen habe ich die Bildschirmaufnahme benutzt, weil meine ETS-Szene nicht wollte. Ja, ich bin zu schnell, ich weiß, ich will den aber überholen, der ist mir zu langsam. So, da hat, weil die ETS-Szene nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir es auch so, jetzt funktioniert die ETS-Szene wieder. Also, das ist doch alles, alles ein Scheiß ist das hier. Ding dong, Mayo hat's kaputt gemacht. Ding dong, ding dong. So, hier soll ich abliefern. Was? Achso, ja. Du hattest noch einen Auftrag, ne? Ich hatte, nee, aber ich hab eine recht kurze Tour gehabt. Achso, okay. Oh, Session, ich wollte mich vorsagen. Ja, genau, Session vorbei, Nick ist angekommen. Ich hab nämlich noch 1600 Kilometer, hallo? Ja, wir können von mir aus noch eine ganze Weile aufnehmen. Ja, ich hab auch noch ein bisschen was hier runter zu fahren, also... Dafür habe ich mir die Arbeit jetzt nicht gemacht. Mayo sorgt schon für den Uah-Uah-Uah-Effekt. Ja, aber halt eben die ganze Zeit weg. Einmal mit Professor. Ja, ne? Einmal. Aber wie Nick schon sagte, ne? Bei uns in den Aufnahmen, wenn Nick und ich alleine gefahren sind, alles schön chillig, ne? Und jetzt nehmen wir dich einmal mit. Da gibt es auch keinen Kommentar zu. Gekonnt ignoriert, sage ich nur. Und der denkt sich nur, wie war. Ach, ETS, komm schon, jetzt tu dir nicht so schwer an der Karte, ey. Vor allen Dingen, wir waren ja heute Nachmittag unterwegs, ne, für seine Mama so ein bisschen einkaufen und so. Oh, ETS und ja, klasse, könnte ich ja mal mitmachen und hätte ich ja auch mal Lust drauf und oh Gott, der Running Gag. Mayo, das wirst du, glaube ich, nicht mehr so schnell los.
Ich habe auch das Gefühl, also alles scheiße hier. Oh, ich fahr Strich 80 und der Typ fährt Strich 79. Jetzt lass mich doch vorbei! Ja, steig doch aus und schieb. Mein Gott. Oder kletter in die Motorhaube. Hast ein Pferdchen mehr. Ich trete jetzt aufs Gas, ey. In der Aufnahme siehst du dann zack ab in die Option, Geschwindigkeitsbegrenzer raus. Nee. Ja, wird überblendet, ne? Ja. Siehst du dann so SpongeBob. 5 Jahre später. So, wieder Strich 80. So schnell, wie ich halt darf. Hoppala. Gibt's doch nicht. Weißt du, pass auf, jetzt kommt der gleich von links angeschossen und fährt mit 81 an mir vorbei. Ja, und lässt dich voll stehen damit. Ja. Mayo, denkst du, ich fahre ich rückwärts oder was? Am Arsch, ich schwöre dir, dann fahre ich volle Spurbreite, ey. Dann fange ich an zu schlenkern. Ich höre schon. Du schlenkerst doch eh immer. Ja, das stimmt auch wieder. Echt jetzt? Ist hier jetzt echt alle 200 Meter eine Ampel? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich könnte keine Menschen illegal über die Grenze bringen mit dem LKW. Spätestens nach 10 Kilometern würde ich auffallen, weil Kotze aus meinem Trailer hinten läuft, weil die sich der Reihe nach am Übergeben sind. Also, die haben sie mich gefunden, immer der Kotzspur hinterher. Ja. Also können wir schon mal festhalten, von wegen Leute illegal über die Grenze bringen und so. Nee. Ein Langnese-Auto. Oh, hier ist 70, dann fahr die auch. Scheiß was auf die Serpentinen. Ja, also wenn du 70 fährst, dann fährst du immerhin 70 km/h schneller als ich. Wie, stehst du? Ja. Allerdings Alter, nicht ganz freiwillig, es ist einfach nur rot. Hab mal freiwillig mal kurz angehalten, damit der mal wegzieht. Alter, ich fahr Strich 80. Pass auf, jetzt fährst du nachher. Ich leg mich mal hinten in die Kabine. Jetzt fährst du nachher 200 Meter und dann ist wieder einer vor dir. Ja, ist hier nur eine Straße hier, aber trotzdem. Ja, alles schön überholen, genau. Es wird von einspurig auf zweispurig. Er blinkt rechts, fährt aber auf die linke Spur. So, ich muss hier nicht abfahren, ich fahre jetzt geradeaus. Ja, kann ich dir erklären. Gerhard nennt sich Omsi-Phänomen. Ah, okay. Ich dachte schon, ich wäre im falschen Spiel. Wunderte mich gerade, warum meine Omsi-Spielzeit höher wurde. Ihr habt ja vielleicht auch die Möglichkeit, das Easter Egg von Wuppertal zu erfahren. Vielleicht. Nö. Ich sagte nur vielleicht. Da wird's ein Video zu geben. Oder hat es jetzt, wenn ihr das hier seht, schon gegeben? Oh. Hast du die echt aufgeklärt dann? Vielleicht. Hat man nicht gehört jetzt. Oh, bleib doch stehen. Ah, so ein bisschen leckt er immer noch, aber gefühlt ist es ein bisschen besser geworden. Musst du die Spiegelqualität ein bisschen runternehmen? Ich habe Spiegel nur auf Mittel. Das Interessante ist aber, wie gesagt, ich habe eigentlich, also, es lief ja sonst immer. Ah ja. Und
Ich habe auch das Gefühl, dass es vor allem in den neuen Bereichen halt auftritt. Ich fahre über Grenze! Ich habe hier voll Grafikfehler auf einmal. Ich sehe die Straße plötzlich nicht mehr, weil ich nur noch schwarze Balken vor mir habe. Ja, aber mein OMSI ist scheiße. Aber mein EDS ist kaputt, ne? Ja, ja, ist es ja auch. Ich habe keine Grafikfehler. Dann ziehen wir nochmal locker flockig links vorbei an dem PKW. Aber ich brauche doch keine Grafikfehler. Bei mir wollte er gar nicht erst losfahren. Ja, ja, der hat sich vorher schon gedacht, nee, danke. Ich glaube, ich bin in Polen. Ja, Kreuzklutsch. K-L-U-C-Z, Klutsch. Oder? Keine Ahnung. Du auffahren kannst auf die Autobahn, mach ich dir mal. Sorry, ich kann leider kein Chinesisch. Chinesisch mit polnischem Akzent, oder was? Ja. Ja. Ja, wenn du nicht überholst, dann mach ich das. Französisch mit polnischem Akzent wäre dann Le Klutsch. Nee, Le Klutsch. Le Klutsch. Oh, da ist polnisches Polizeiauto. Geklaut von anderen? Ja, schön Strich 80 fahren. Sonst beklauen die mich nämlich. Dann ist weg mein Geld. Ist weg Reifen, ist weg Geld. Ja, und ich hab nicht so viel dabei, um die zu bestechen. Das ist schlecht. Ja, ne? Ich sollte an der nächsten Tanke mal abfahren und. Zumal du ja generell durch die Länder fährst, die durch eine geringe Bestechungsquote hervorstechen. Aha, Polen, Russland, Litauen, Estland. Nee, durch Estland muss er ja nicht. Nee. Ach, hier ist 60. Ach, so, mit 80. Ich suche da mal einen neuen Auftrag. Da haben sie einen angehalten. Da haben sie auf der Gegenspur einen angehalten. Ich kann nach Amsterdam fahren, ich kann nach Klagenfurt fahren, ich kann Ich fahre jetzt Richtung Peter. Lecker. Peter? Ja. Ich kann nach Kerzemäki fahren. Kerzemäki? Das schmeckt bestimmt gut zu Peter. Ja. Ich muss mal ein bisschen den ETS-Sound, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Kerzemäki kann man gut zu Peter erreichen. So, ich schlafe aber nochmal, weil hier sind irgendwie nur Aufträge, die mir nicht gefallen. Weil ich glaube, da in der finnischen Ecke war ich bestimmt schon mal in der Aufnahme. Oh, nach Zagreb? Nee. Kuchen. Boah. Hier gibt's nur voll die blöden Aufträge. Gut, du hast doch nicht mit unserem anderen Projekt angefangen haben, Nick. Aha. Mit unserem anderen? ETS Ja. Habe ich was verpasst? Ja, ja, wir wollten uns an Maps ranwagen, die standalone sind. Ah ja. Die eigentlich hier so im deutschsprachigen YouTube-Raum nicht so häufig gezeigt werden oder gar nicht gezeigt werden. Ach, China oder sowas. Ja, so Anden und so. Südamerika, da hat man ein paar Sachen, wo es auch teilweise richtig knackig am Abgrund lang geht und solche Scherze. Wo also auch ein bisschen mehr Herausforderung mit drin ist. So was für dich, Mario. Herausforderung, total, ja. Links Wand, rechts Abgrund. Sehr gut. Oder die eine Stelle, wo du über zwei Holzbalken über die Schlucht da drüber musst. Ja. Wobei, dann traue ich dem Mario wieder zu, ne? Augenbinde, blind und drüber.
Und schafft es. Ja, gib ihm.